Und da geht's auch schon weiter. Ja, anscheinend sind wir jetzt hier an der Tanke. Na, mal gucken. Vielleicht ist hier jemand an der Tanke. Starter. Na, herzlich willkommen. Ah, okay. Es sieht anscheinend aus, als wären wir dieses Mal in Deutschland unterwegs. Denn sonst haben die ja die Schilder und so nie übersetzt. Na, wir brauchen keine Dose. Na gut, wir sollten aber Olivia kontaktieren. Mal schauen, ob die hier rangeht. Nein. Schade. Haben wir hier? Hier haben wir einen Flyer. Okay, sonst ist hier nichts. Na gut, dann schauen wir uns hier mal um. Okay, da oben ist ein Wetterrelais. Hier geht es anscheinend auch rein. Hier ist ein Auto. Können wir da rein? Können wir da irgendwas entnehmen? Haben wir. Fotokamera kann mir nicht scannen, oder? Ne. Naja, gut. Dann gehen wir halt tiefer in den Wald rein. So soll es sein. Mich würde jetzt interessieren, wenn er sein Handy raus hat. Ist da auch so ein Licht? Nee, oder? Nee. Ah, okay, schade. Wäre aber geil gewesen. Ja, tatsächlich, wir sind hier in Deutschland. Betreten verboten. Gut, dann laufen wir hier mal weiter. Oh, was war das? Atomkraftwerk? Oh, ist das ein Atomkraftwerk? Sieht mir nach Atomkraftwerk aus und da unten ist eine Diskothek anscheinend. Oh, da hinten kommt jemand. Eliminieren Sie die ICA Agents. Haben wir unsere Waffen? Nee. Okay. Agent Price, anscheinend kennt man ihn. So, wir knocken ihn aber natürlich nicht aus. Wir töten ihn natürlich. Zack. Nehmen hier seine Ohrhörer mit und natürlich seine Waffe, die Schallgedämpfte. Damit sie ihn natürlich nicht finden, legen wir ihn hier im Gebüsch ab. Hey, aber das Atomkraftwerk sieht schon krass aus. Gefällt mir. Aber es geht ab. Okay. Gut, hier ist anscheinend ein Club, aber da kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Gut. Aber natürlich, wie wir es aus Hitman-Spielen kennen, gibt es hier natürlich nicht nur einen Weg. Alles klar, wir sind hier tatsächlich anscheinend in Deutschland, in Berlin unterwegs. Geil. Tatsächlich noch mal nach Deutschland geschafft. Die müssen wir. Oh. Wir müssen die da wegbringen. Und zwar sofort. Na komm schon. Ich hoffe mal, hier kommt niemand entlang. Sieht die Blutspur. So. Versuchen wir mal hier uns vorbeizuschleichen. So, weiter. Ich glaube, die können wir auch ausschalten. Nein, Hitman, wir brauchen die schallgedämpfte Pistole. Ich hoffe mal, das sieht niemand. Auf jeden Fall hat es niemand gehört. Das ist ja zumindest auch mal was Gutes. Okay, hier haben wir einen Personalschlüssel. So, aber ich glaube, wir müssten hier auch nochmal so einen männlichen umbringen, damit wir uns hier frei bewegen können, hier im Club. Denn bisher sind wir hier immer noch unerwünscht. Dum, 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 dum. Oh, ho, ho, ho.
Oh. Nee, das ist böse. Boah, ich möchte die Axt gerne in irgendjemands Face werfen. Was denkt ihr, Freunde? Ich glaube, ich werde es tun. Oh Mann. Das wird spaßig. Holy shit. Oh Mann. Das wird böse. Ich glaube, jetzt werfen wir den noch ein. Wow. Alter! Perfekt, niemand hat was bemerkt, würde ich sagen. Alter! Aber wie der hier einfach. Alter, wie er hier einfach die Axt mitten ins Face schlägt, Alter, holy shit. Oh, das war bestimmt schmerzhaft. So, aber natürlich, damit wir uns hier frei bewegen können, müssen wir uns natürlich hier als so ein Club-Mitarbeiter verkleiden. So, dieser leicht hier, Alter. Alter, da sieht man auch, auch noch das Loch, wo wir mit der Axt reingeschlagen haben. Oh Mann, das war sehr schmerzhaft. Das tut mir fast schon leid. Okay, aber hier sollten wir uns eigentlich frei bewegen können. Ich glaube, hier sogar auch, oder? Ich hoffe zumindest. Wir haben ja den Personalschlüssel. Ah, okay, jetzt sind wir hier auf dem Rooftop. Okay, hier sind wir aber unbefugt. Ach, Jungs, wisst ihr was? Wir hatten ja in der letzten Folge wenige Schießereien, weil ich es ja meistens versucht habe, hier selbst zu machen. Aber kommt, Freunde, ich würde mal sagen, hier versuchen wir es jetzt einfach mal mit ein bisschen mehr Action und Gegner ab, ne? Ich frage mich zwar, warum er den hier jetzt nicht in den ba ins Bad da reinwirft, aber naja. So, jetzt müssen wir hier noch hören. Na, was geht ab? Wir haben aber den Agent immer noch nicht gefunden. Das Gebiet ist immer noch riesengroß. Aber ich glaube, der versteckt sich wahrscheinlich irgendwo hier in meinem Gebäude. Oh. Okay, der wird uns erkennen. Da schleichen wir uns natürlich davon. Oh, hier können wir unten rein. Springen. Ich frag mich ja, was das uns bringt. Aber naja. Ich weiß nicht, ich versuche jetzt erstmal hier ins Hauptgebäude reinzukommen. Oder hier irgendwie. Oh. Bruder, ich schleiche doch nicht rum. Ich mache hier nur meinen Job. Als Klapphölle. Hier anscheinend ist das der Name des Clubhaus. Hölle. Oder Höhle? Ja, Hölle. Ich weiß gar nicht, wird dann nicht auf der Karte angezeigt? Nein. So, haben wir eine Karte. Oh, das Gebiet ist riesengroß. Ich weiß gar nicht, aber John Agent, der versteckt sich doch bestimmt irgendwo oben in einem sicheren Raum, wo es ja am sichersten ist. Wahrscheinlich, wo sehr, sehr viele Wachen in der Gegend sind. Das heißt, ich werde das mal hier oben absuchen. Dann unten. Das ist doch eigentlich sehr, sehr offensichtlich hier. Ich erfahre auch, dass er hier der Einzige ist, den wir hier ausschalten müssen. Oh. Feindliches Gebiet. Okay. Wir müssen uns hier anscheinend auch dann wieder verkleiden. Sneaken uns hier jetzt erstmal hier hoch. Zack. Hier oben auf dem Dach ist niemand. Okay. Gut, wo könnte er sich denn verstecken? Das ist hier jetzt natürlich die Frage. Können wir hier irgendwo noch durch? Nein. Nee, nee, nee. Immer noch nicht. Okay, und dann können wir hier irgendwo runter.
wird aber wahrscheinlich nicht ausreichen. So, kommen wir hier nochmal runter. Jawohl. Aber wo versteckt denn sich der Agent? Durchsuchen Sie das Gelände, oder sehen Sie die Agents? Hier unten sind Kameras. Vielleicht versteckt er sich ja doch unten. Dann gehen wir mal hier runter. Suchen mal nach dem netten Herrn. Statten ihm einen Besuch ab. Hier haben wir irgendwo eine Cam. Können wir die zerschießen? Ich sagte zerschießen. Hier das Lagerhaus sieht mir noch komisch aus. Da haben wir noch eine Cam. Na komm schon. Jawohl, ja. Aber gleich noch eine. Okay, ich weiß da nicht, ob wir da später noch lang müssen, aber ich glaube, wenn da so viele Camps sind, ist es besser, wenn wir die jetzt zerschießen, als dann später. Also geben wir mal unser Bestes. Komme ich hier runter? Jawohl. So, dann schauen wir mal hier drin, ne? Kommen wir hier durch? Das rollt dann, nee. Müssen wir hier unten rein? Sieht mir ein bisschen versperrt aus. Wo haben wir denn die Map? Da fährt man ja die Map. So, um in dieses Gebäude reinzukommen. Können wir von da rein und anscheinend von der Seite auch noch. Also wenn wir jetzt am besten von links reingehen, sollten wir es auch irgendwie reinschaffen, aber gut, ich finde es halt schade, dass hier keine Türen und so angezeigt werden. Naja gut, wir sollten das aber erstmal versuchen. Okay. Rein hier? Kann ich hier überhaupt? Von der anderen Seite verschlossen. Verdammt. Okay, das heißt, wir müssen hier irgendwie einen Weg aus darum finden. Ich finde es ja schade, dass die Typen hier nicht Deutsch reden, obwohl wir hier ja eigentlich in Deutschland spielen. In Berlin, wenn ich mich richtig erinnere. Achso, ich verlasse das Missionsgebiet. Okay, aber da ist eine Connection von dem Gebäude aus. Das heißt, wenn ich über die Brücke gehen würde, würde ich da auch reinkommen. Okay, gut, dann hatte ich ja doch recht. Dann geht es doch oben weiter. Na komm, dann so. Jappa. So. Hier nochmal auch. So, jetzt müsste ich hier ja. Ja, da waren wir doch gerade eben, oder nicht? Bin ich lost? So, dann gehen wir hier mal weiter rein. Sehe ich schon, hier vorne ist schon einer. Und gut, die Frage ist hier jetzt natürlich, wer von denen ist ein VIP und wer nicht. Oh, verdammt. Nein! Hä? Nein! Ich würde das eigentlich am liebsten wieder laden. Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen nervig sein, wenn die ganzen Typen uns hier entdecken. Alter, was ist denn aus meinem Ehren geworden? Der? Okay, so. Gut, dann noch ein neues, Freunde. So. Wir müssen auf den Kopf wählen. Komm. Na, Bruder. Na, das war doch ein cleaner Schuss. Zeit können wir auch ausschalten. Zack. Okay.
Okay. Ah, wir haben anscheinend zwei ausgeschaltet. Das ist gut. Zwei weniger. Ist besser. Besser als nur ein. So. Okay, wir haben zwei von Fragezeichen. Das heißt, es gibt noch ein paar. So, dann nehmen wir den hier mit. Aber wir hat das natürlich hier als Biker verkleiden dann. Wir werden hier anscheinend nicht so wirklich angesehen, wenn wir hier als Security unterwegs sind. So, als Biker sollten wir hier eigentlich viel, viel besser vorbeikommen. So, na komm schon. Zack. Und den auch hier rein in den Schrank beseitigen. Perfekt. So. Nein. Was haben wir hier? Funkturmschlüssel. Nochmal Ohrhörer. Die Sniper können wir mitnehmen. So. Da. So, hier unten sind auch bestimmt viel, viel mehrere von diesen Gegnern. Die wir natürlich hier auch ausschalten werden. Aber woran erkennen wir die jetzt eigentlich, ob das Agents sind oder nicht? So, mal schauen. Bam. Boah, ich dachte gerade, die Knarre wäre nicht schallgedämpft, ne? Okay. So, den werfen wir hier in die Kiste rein. Achso, nein, wir können die nur aufbauen. Oh, verdammt. Wo stecken wir den hier denn jetzt hin? Ist hier irgendwo hin? Okay. Verdammt, wie können wir den hier nicht reinwerfen? Okay, jetzt ist nur die Frage. Ah, die stellen hier anscheinend Drogen her in diesem Labor. Wahrscheinlich Kokain und Marihuana. Ich tippen müsste. Aber woher sollen wir denn jetzt wissen, wer von denen jetzt ein Agent ist und wer nicht? Das heißt, wir könnten hier theoretisch jeden Einzelnen umlegen.